grünes Gemüse mit Basilikum-Tofu und Kräutergewürzen und Kokosmilchsoße. Gestern war ich wieder ein paar ehemalige Mitpatienten besuchen. Eins ging es dann mehreren von denen nicht gut. Und ich habe dann so ein bisschen dran gehaftet. Weil, ja, ich kann halt wie so ein Emotionsschwamm sein. Dass ich so die Emotionen von anderen aufsaug, sagen wir mal. Und selber auch total intensiv wahrnehme. Ja. Und ich habe dann auch noch mit einer geredet, weil bei mir ist auf jeden Fall momentan so der Wunsch da, eigentlich mein komplettes Umfeld zu heilen. Aber keine Ahnung, es ist, ich hatte ja auch schon immer wieder kurz, dass es so da war, dass alles so okay ist, wie es ist. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich glaube, also wenn ich, wenn für mich gerade Nehmen und Geben nicht dasselbe ist und mein Helferkomplex dann hochkommt und ich dann irgendwie versuche, andere zu heilen, ich habe das Gefühl, das tut mir auf lange Sicht nicht gut. Wenn ich das aber automatisch mache, also nehme ich an, ich sitze irgendwo für irgendwelche Gespräche und habe da irgendwie auch selber meine Freude dran und keine Ahnung, beim anderen macht es dann halt irgendwie ein bisschen Klick oder so. Oder ich bastel irgendwas für jemanden. Ich meine, malen macht mir selber auch Spaß zum Beispiel. Dann klappt das für mich viel eher. Und ich kann das irgendwie langfristig auch viel eher machen. Ja, also dieses komplett aufopfern oder so funktioniert halt auf lange Sicht überhaupt nicht. Und ich glaube, ich musste auch ein bisschen Geduld haben, dass so mein Umfeld auch so ein bisschen, ja, seine Zeit braucht. Weil am liebsten würde ich jetzt zum Beispiel auch meine Mutter und meinen Bruder versöhnen. Aber ich glaube, die brauchen beide noch so ein bisschen Zeit. Ja, einfach akzeptieren. Und ja, das Leid akzeptieren und am Leid anderer nicht so sehr haften. Ja, abends war es dann wieder ein bisschen besser. Ich glaube, ich bin beim Meditieren dann aber sogar eingenickt. Ich sehe das aber nicht als was Negatives, weil normalerweise bin ich so voll der verkopfte Mensch beim Meditieren gewesen. Und eigentlich schlafe ich da nie wirklich ein. Also wenn ich jetzt gerade in einem Zustand war, wo ja mehr destruktive Ego-Anteile da waren als jetzt. Genau. Also ich sehe das einfach mal als ein Zeichen von Entspannung. Ich finde, keine Ahnung. Ich mag halt selber auch nicht, wenn ich so ans Meditieren so total verkrampft rangehe. Also, vielleicht so ein bisschen Disziplin schon, aber größtenteils bin ich da eher undiszipliniert, würde ich tatsächlich sagen. Also mache das irgendwie auch so auf meine eigene Art und Weise und relativ spontan auch immer wieder. Und auch so, habe alles Mögliche ausprobiert, so alle möglichen verschiedenen Art und Weisen und nicht nach Schema F. So für mich selber rausgefunden, was für mich halt so am besten klappt. Weil, keine Ahnung, vom Charakter bin ich glaube auch, weiß nicht, ich kann mich schon gut konzentrieren, aber nur, wenn mich was interessiert. Und ansonsten kann ich echt verdammt unkonzentriert sein und so. Genau. Heute Nacht habe ich auch voll den merkwürdigen Kram geträumt. Ich denke, da kommen gerade noch so Sachen hoch, die verarbeitet werden wollen. Zum einen habe ich geträumt, dass so, ich hatte irgend so eine Krankheit bekommen.
Und dann ist mein Körper irgendwie so angeschwollen, also so die ganzen Gliedmaßen. Und dass man so lange irgendwie anschwillt, bis man stirbt. Vielleicht hat das mit einem negativen Körperbild zu tun. Genau, ich beschäftige mich ein bisschen mit Traumdeutung. Also ich habe es vor kurzem wieder angefangen. Aber nicht dieses Schema F Traumdeutung, sondern auch was so, das kann man glaube nur deuten, wenn man auf die individuelle Person eingeht. Was kann ja von Person zu Person unterschiedlich sein, was was bedeutet. Genau. genau, negatives Körperbild kann irgendwie auch mit Essstörungen oder so zusammenhängen. Oder dass sich irgendwie sich in mir irgendwas aufstaut, bis ich platze. Also auch so Gefühle in sich reinfressen oder sowas oder irgendwelche Sachen, die einen irgendwie stören. Bis man dann halt wirklich komplett überschäumt. Und dann hatte ich noch geträumt, da waren meine Eltern. Und ich glaube, da war irgend so ein Fest oder sowas. Und die haben dann voll gestritten. Und mein Vater war dann voll aggressiv gegenüber meiner Mutter. Und hat dann irgendwie angefangen, bei den ganzen Gästen über sie zu lästern. Und ich habe dann angefangen, Orangen immer wieder in sein Gesicht zu werfen. Keine Ahnung, warum es Orangen sind. Vielleicht, weil ich in letzter Zeit öfters Orangen gesehen habe, weil irgendwie Winter ist. Und genau. Ah, Orangen sind eigentlich auch was, was mich so voll gut beruhigt oder mich so runterbringt oder was ich auch so mit Glücksgefühlen tatsächlich verbinde. Also wenn man jetzt so an Aromatherapie denkt. Es war aber so, dass das Orangewerfen überhaupt nichts gebracht hat. Also ich habe, der war immer wieder so abgelenkt, sein Image aufzupolieren, dass er nicht mitbekommen hat, dass ich wieder werf. Und ich habe jedes Mal so voll in sein Gesicht geworfen. Aber es hat überhaupt nichts gebracht. Er wurde dann nur noch wütender. Ja, vielleicht hat mein Unterbewusstsein einfach Angst. Vielleicht auch, dass wenn ich bei ihm mit Freude um mich werfe, dass es absolut nichts bringt, wenn ich ihn wieder treffe. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist da noch so ein Anteil, der lieber so die Schutzmechanismen verwenden würde. Ja, ich weiß es nicht genau. Und das war halt auch wieder so dieses Typische, dass ich so meine Mutter auch verteidige. Was ja auch so ein Muster ist, was ich ziemlich lange hatte. Heute treffe ich noch meinen Bruder, werde ich mich mit ihm noch beratschlagen, wenn wir das machen, wenn wir ihn treffen. Weil das wollen wir ja wahrscheinlich zusammen machen. Und ja. Orangen sind auch ein Kreis. Ich war einkaufen. Und ich habe jetzt zum einen endlich mal einen Kalender. Dann Magenbrot. Ein Energy Drink. Und Glitzerschuhe. Ich finde es voll schön, weil bei Glitzer spiegelt sich so das ganze Licht wieder. Und genau, ich habe wieder Kreise verteilt. Und einmal habe ich dann dafür so einen Traubenzucker zurückbekommen. Ich finde das lustig, weil der ist auch kreisförmig. Und genau, dann habe ich mir noch diesen Ring gekauft. Von der Bedeutung her, einen Ring sie zu befreien. Ja, mit der Biene fand ich das ganz cool. Weil wegen dem Anime Number 6. Und es gibt ja auch dieses Lied Royals. Ich habe gerade eben wieder Royals dann angehört. Ich unbedingt hören musste, nachdem mir das so eingefallen ist. Und ja, das Video hat mich so ein bisschen auch daran erinnert, dass ich eigentlich gestern so dran gedacht hatte, Fight Club mal wieder anzuschauen, weil das ist einer meiner Lieblingsfilme.
Ich habe mir auch mal selber ein Death Note gebastelt. Und ich habe da 0 Punkte reingeschrieben, wegen Fight Club. Und ja, ich glaube, der Film hat auch viel damit zu tun, nichts zu sein, aber gleichzeitig auch alles. Auf Monsters A Man, Little Talks. Beides. Mir kam letztens auch in den Kopf, was eigentlich so mit der Regierung passieren würde, wenn man links und rechts kombiniert. Ich meine, das habe ich ja in meinem Inneren auch gemacht, wegen Non-Dualität. Ja, ich glaube, das wäre ganz lustig. Ein sichtbarer Apfel. Mittlerweile fest davon überzeugt, dass Kurt Cobain auch mal eine Erleuchtungserfahrung hatte. Aber er hat halt leider nicht wieder reingefunden und hat dann seinen ganzen Schmerz mit dem Heroin und so betäubt. Ich habe es ja schon hingekriegt, Atheismus und Religion in mir zu vereinen. Jetzt kam mir gerade Christentum und Satanismus. Am schwierigsten erscheint mir aber dieses Adam und Eva. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wenn mein Freund und ich das schaffen, wieder einen Yin- und Yang-Kreis zu ergeben, ich glaube, dann habe ich vielleicht auch nicht mehr diese Schwankungen. Wer aufhört zu suchen, der findet. So mache ich das nämlich immer bei Sachen, wo ich gerade nicht weiß, wo die sind. Der Weg zur Erleuchtung ist wie eine Schwangerschaft. Mein Freund die Katze kommt heute Abend von seinen Eltern heim. Eine Kugel, die Musik macht. Kleber, den man auch schnüffeln kann. Der aber auch Zwei-Komponenten-Kleber ist. Brot. Energy Drink. Der elliptische Kreis im Schoß einer Frau. Hier nochmal ein Kreis mit einem Stück Mosaik. Und dahinter das Papier von einem Ferrero-Küsschen und noch ein Stückchen Mosaik. Butterfly-Effekt. Das Foto lag ja eigentlich zufällig so als oberstes. Genauso wie das. Ich habe das eigentlich nur irgendwie durchwurschtelt. Und das ist mir gerade wieder ins Auge gefallen. Ja, ich habe mich damals als Grinsekatze geschminkt. Und ich hatte einfach, ja, ein grün-blaues Outfit und grün-blaue Haare. Wie cool ist das denn? Sind alles Gegenstände, die ich innerhalb dem ersten Jahr von Norman und mir gesammelt hatte. Und ja, die habe ich dann aufgeklebt. Spontane Erlebnisse schaffen die schönsten Erinnerungen. Die Weltallwiese kann überall sein. Ich habe jetzt in der ganzen Wohnung Hinweise verteilt. Ich habe keine Ahnung, ob es mein Freund rafft.
erzählen.